Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Vielen Dank, dass du mit am Start bist wieder. Ich freue mich sehr, heute reinzuhören in den ersten Song vom Glas-Album von Nina. Ganz kurz, Freunde, wir werden ab heute jeden Tag uns einen Song vom Glas-Album zusammen anhören. Von daher abonniert gerne, falls ihr noch nicht abonniert haben solltet. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn wir eine neue Nina Chuba-Reaction online stellen. Die kommen ab jetzt, wie gesagt, täglich. Ich freue mich reinzuhören. Wir haben, ich glaube, ich will heute nicht mehr gehen von Nina Chuba und Provinz. Die letzte Single vom Album quasi, die jetzt mit Musikvideo released worden ist. Und ich bin sehr gespannt. Sie hat auf Instagram schon gesagt, mit einem sehr unnötig langen Songnamen. Das stimmt tatsächlich. Ich habe mir letztens tatsächlich auch von Nina und Provinz ihr ersten gemeinsamen Song zusammen angehört. Eine Reaction gemacht, die leider gesperrt wurde, aber ich bin gerade dran, dass die entsperrt kommt. Von daher auf jeden Fall a lot of Nina-Content coming, Freunde. Wir hören jetzt aber erstmal rein. Ich bin super gespannt. Ich freue mich so aufs Album. Es wird richtig nice reinzuhören. Und ich habe Provinz lieben gelernt in meiner letzten Reaction auf die. Von daher, ja, freue ich mich einfach. Ich bin gespannt. Danke, dass ihr am Start seid. Wir hören rein. Los geht's. Boah, allein für dieses Visual. Allein für dieses Visual. Da geht mein Herz schon auf. Da würde ich jetzt direkt schon, keine Ahnung. Ich bin schon glücklich einfach. Seid ihr glücklich? Ich bin sehr glücklich, wenn ich das sehe. Oh, sowas ist, das tingelt irgendwas in meinem Kopf, wenn ich so ein schönes, gut gerades Bild sehe. Boah. Genauso hier, boah. Geile Visuals bis jetzt. Sehr, Junge. Ich bin, glaube ich, auch so ein kleiner Filmfetischist, aber ich finde es richtig geil gerade. Ich glaub, ich will heute nicht mehr gehen. Oh. Ich hab dich viel zu kurz gesehen. Ich hab gehofft, dass es wiederkommt. Geil. Und überhaupt draußen ist kalt, zu kalt. Und an dein Fenster hätten blüht das Eis. Das ist dieser typische Nina Chuba-Move. Ist euch das mal aufgefallen? In super, super vielen Musikvideos und Live-Performances. Nina macht diesen halb gebückten an diesen Wipper so. Wipper in die Kamera. Das ist der Certified Nina-Move. Sag ich, wie es ist. Zu kalt. Und an dein Fenster hätten blüht das Eis. Ich will, dass du gar nichts machst. Boah. Gar nichts machst. Will mit dir den ganzen Tag. Sag alles ab. In meinem Bett ist so viel Platz. Und mir ist kalt, doch auf deinem Screen ist Portugal. Boah. Portugal. Ich hab nichts mit Portugal am Hut, aber ich hätte gerne Sachen mit diesem wunderschönen Mann am Hut. Ich sag's, wie es ist. So eine schöne Stimme, so eine einzigartige Stimme. Mir ist kalt, doch auf deinem Screen ist Portugal. Portugal. Und du willst viel vom Leben glauben, ich glaub an dich. Ey, deine Ziele sind zu ambitioniert für mich. Oh, Junge, wie er ambitioniert betont hat. Ich bin sehr oft faul, deswegen kein Problem. Da kommen wir auf jeden Fall auf einen Nenner. Das kriegen wir ganz, ganz easy, kriegen wir es hin. Für mich. Du inspirierst doch bitte, sei heute faul für mich. All meine Freunde unterwegs suchen, was wir schon sind. Ich glaub, ich will heute nicht mehr gehen. Was ist das für ein insanes Outfit? Es tut mir leid, dass ich so oft pausiere, aber ich muss ganz kurz die Kunst appreciaten. Holy shit. Guckt euch dieses wunderschön matchende Augen-Make-up an mit den Nägeln. Och. Ey, das ist wirklich für mich, ich weiß nicht, was es ist, aber das Video wurde für mich gemacht, glaube ich. Ich glaube, dieses Video wurde für mich geschaffen und ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle. Was sind das für Tiere? Geckos? Heißen die Geckos? Es ist kein Salamander, ist, glaube ich, eher ein Gecko, oder? Ich würde die Teile nicht auf mich setzen lassen. Ich mag solche Tiere, glaube ich, nicht. Ich glaube, Nina sieht aber auch so ein bisschen unzufrieden. Ich weiß auch nicht genau. Sie ist auch so ein bisschen, sie ist auch ein bisschen unzufrieden mit der Situation, glaube ich. Ich glaube, sie ist ein bisschen unzufrieden gerade. Ich hab dich viel zu kurz gesehen. Boah, das ist wirklich krass von den Sets her. Und überhaupt draußen ist kalt, zu kalt. Und an dein Fenster hätten blüht das Eis. Ich glaub, ich will nie mehr nach Hause. Ich finde auch gut, dass auf Sicherheit geachtet wird. Nina hat vorsichtshalber schon mal die Schwimmweste angezogen. Wer weiß, was passiert. Deswegen Schwimmweste immer anhaben. Safe ist safe, man weiß es nicht. Die Stimmen zusammen hören sich so gut an. Komm, schließ uns ein, wir sind allein, so leid. Frag mich, ob das Gefühl für immer bleibt. Palo Santo, Herz im Brand, mach die teuren Kerzen an. Frisch geduscht, Bassano, Waffel. Das ist wirklich ein geisteskrankes Outfit. Boah, wer ist das? Ist das Platos oder so? Habe ich mich jetzt in die Scheiße geritten? Platos? Ist das Platos? Bassano, Waffel, hier
sitzt auf deiner Fensterbank und strahlt heute alle Sterne an. Ich glaub an mich, glaub an dich. Eigentlich nur wie ansonsten brauch ich nichts, brauch nur. Schaut euch ganz kurz, ich will gar nicht darüber reden. Ich weiß nicht, warum hier so viele Schafe sind. Ich weiß es doch nicht. Ich wollte eigentlich ganz kurz sagen, wie unfassbar krass diese Traumfänger-like Frisur hier ist. Holy shit. Auf einmal sind 10 Schafe gespawnt. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Ihr braucht mich gar nicht fragen. Ich weiß genauso wenig wie ihr. Riech nichts, brauch nur dich. Mach keine Pläne, bitte sei heute faul für mich. All meine Leute unterwegs suchen, was wir schon sind. Ich glaub, ich will heute nicht mehr gehen. Boah, wunderschön. Ich hab dich viel zu kurz gesehen. Ich lieb den Vibe vom Song. Und überhaupt draußen ist kalt, so kalt. Und an dein Fenster hängt ein blühter Salz. Ich glaub, ich will heute nicht mehr gehen. Ich hab dich viel zu kurz gesehen. Oh. Dieser Song macht einfach so Spaß wieder. So wie bei Mangos mit Chili. Irgendwie, ich hab so Lebensfreude. Und ich kenn keine Lebensfreude. Sowas liebe ich, ne? Man sieht die beiden, die jammen wirklich einfach gerade ab. Nur 100-Jährige sagen abjammen, ich weiß, es tut mir leid. Boah, dieses Gehen, 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 Gehen ist irgendwie ultra satisfying. Super viele Sachen waren für meinen gefühlt leicht autistisch veranlagten Kopf sehr angenehm. Disclaimer. Im Rahmen der Dreharbeiten zu diesem Musikvideo sind keine Tiere, keine Bartagame. Junge, ich war gerade, was sind Bartagame? Und keine Schafe zu Schaden gekommen. Nina und das Team haben sich liebevoll um alle Tiere gekümmert. Die Location befand sich im Freien und es wurden unter Einhaltung aller von Paragraph 3 blablabla Maßnahmen gedreht. Eine Betreuung von professionellen Tiertrainern war stets und zur vollsten Zufriedenheit der Tiere gewährleistet. Sachen, die nicht jede deutsche Künstlerin am Ende von einem Musikvideo sagen kann. Just saying. Wir müssen keine Namen nennen. Ey, das war natürlich wieder ein Video von den Black Dolphins. Das muss man ganz kurz nochmal sagen. Es ist wirklich insane. Besondere Shoutouts bitte. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber an die Leute, die zuständig sind, das alles so schön fucking gerade und so. Also wirklich die Szenen, die ich hervorgehoben habe. Alle Leute, die besonders für diese Szenen zuständig sind, auch hier, ey, ganz kurz auch für Make-up und Hairstylistin. Ich weiß nicht, wer Make-up und Hair gemacht hat, aber bitte, mach immer weiter. Mach nichts anderes mehr in deinem Leben. Mach nichts anderes mehr. Holy shit, ey. Das war wirklich ein Musikvideo technisch für mich. Ich weiß nicht, was es war, aber es hat ja diesen gewissen Spice rübergesprinkelt, der mich sehr befriedigt hat auf mehreren Ebenen, ja. Holy shit, ey, ganz kurz, Song an sich, wunderschön. Wunderschönes Feeling, die beiden passen unfassbar gut zusammen. Die beiden gestrichen, Provinz ist eine Band, deswegen, aber stimmlich passen die beiden unfassbar schön zusammen. Und es hat so Bock aufs Album gemacht, das war die perfekte letzte Single in my opinion. Ohne jetzt logischerweise die anderen Songs gehört zu haben, die doch auf dem Album sind, aber das war die perfekte Single, die noch hätte kommen können. So ein bisschen nochmal so ein kleines, diese Amarena-Kirsche auf dem Eisbecher. Und jetzt hat man Bock, noch mehr zu essen. Ich freue mich drauf. Wir hören ab heute jeden Tag, kleiner Voice Crack, sorry, wir hören ab heute jeden Tag in einen Song rein vom Glasalbum. Ich freue mich sehr drauf. Ja, ich hoffe, ihr seid am Start. Wenn nicht, bin ich sauer, auf mehreren Ebenen enttäuscht einfach, menschlich gesehen und charakterlich von euch. Deswegen seid lieber am Start. Wir sehen uns, habt einen wunderbaren Tag. Freunde, bleibt am besten so fresh und gut aussehend wie immer. Ihr seht alle fantastisch aus heute und ciao.